Thank you.
So. Ist ein bisschen doof, weil ich immer umschalten muss zwischen OBS und dem Visual Boy. Aber herzlich willkommen zu meiner ersten Nuzlocke. Ja, oh mein Gott, Deutsch. Warum Deutsch? Ja, ganz einfach, weil Toho gerne auf Englisch, aber das dann doch lieber auf Deutsch. Vielleicht mal ganz kurz noch hier für ganz kurz für die englischen Zuschauer eine Information. This stream is and will is 100% in German. More English streams coming later today. Oh, müsste ausreichen. Das Ganze ein bisschen kleiner. Ja, so. Gut, jetzt kriegt er noch meine Fratze. Wo ist meine Fratze? Cam. Hier ist die Cam. Gut. Da hoffe ich mal, dass der Controller so konfiguriert ist, wie er sein soll. Ja, keine interne Batterie. Das ist klar, weil Emulator. Übrigens mal so ganz nebenbei, ich habe das Spiel natürlich gekauft. Ich habe natürlich bei mir zu Hause noch so eine alte ROM-Dingens rumliegen. Ich weiß nur nicht wo. Aber ich bin trotzdem stolzer Besitzer einer offiziellen, richtigen, echten ROM. Also ist alles okay. Bevor jetzt hier irgendjemand sagt. Natürlich wollen wir ein neues Spiel. Ich muss noch mal ganz kurz mein Fenster ein bisschen rumschieben. Okay. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen. Ach, wisst ihr was? Dieses aktuelle Spielding auf der Seite, es verdeckt voll die Textbox. Einfach auf Szene bearbeiten und verschieben das Ganze so nach oben. Dann dürft die Textbox nicht mehr verdecken. Und natürlich wollen wir auch dieses Ding nach da verschieben. Und dieses Ding auch nach da. So, und meine Fratze verschieben wir auch nach da oben. Just in case, das war auf jeden Fall, hier die Textboxen nicht verdeckt haben. Mein Name ist Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen. Mein iPhone ist ausgegangen. Yay. Hallo, ich hätte gern die Stream Preview, die du mir gerade nicht bringst. Der Stream läuft aber wie er soll. Ja, der Stream läuft wie er soll, nur ich habe halt keine Preview gerade, weil Preview mag mich nicht. Ich hatte eben schon ewig lang Probleme, OBS ins Laufen zu kriegen. Also es mochte mich heute gar nicht. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ja, ich bin. In dem Fall spielen wir ein Mädchen. Und zwar nennen wir dieses Mädchen. Ah, wir nennen es. Ich würde jetzt gerne irgendeinen. Wir spielen Remu. Hallo Remu.
Ich möchte übrigens die weiblichen Pokémon alle nach Charakteren aus Toho benennen und alle männlichen irgendwie nach bekannten Anime-Charakteren, sofern mir welche einfallen. Und falls mir keine einfallen, nehme ich einfach irgendwelche japanisch klingenden Namen. Gut. Wir spielen Remu. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Remu und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab Mut und stürz dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ratatatatatatat. Oh, ich sehe noch, ich muss noch das Follower-Ding hier verschieben. So. Rat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 
Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ganz kurz nochmal, ich möchte mal gucken, ob... ja, das wird so passen. Ach, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Du solltest hinübergehen und dich vorstellen. Ich versuche mal ganz kurz den Preview-Stream auf meinem Phone neu zu starten. Weil ich würde halt gern sehen können, was ich gerade so da herbeistreame. Ja, jetzt kommt schon das Labor, ne? Nee. Ach so, nee, nebenan. Stimmt ja. Oh, hallo, wer bist du denn? Ja, ich bin so ein Wesen. Oh, du bist Lame, unser neuer Nachbar. Hallo! Und mein Stream funktioniert nicht auf meinem iPhone. Also kein Chat für uns. Ja, mein Kind in deinem Alter. Mein E-Sohn. Mein E-Sohn. Freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Hallo! Oh, ein Pokéball. Hey, du, wer bist du denn? Du siehst irgendwie hübsch aus. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ach, du bist Raymu. Richtig, du bist nebenan eingezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Oh mein Gott, das kenne ich doch sonst nur aus Videospielen. Vater, Professor Birk hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arenaleiters einzieht. Und irgendwie habe ich gedacht, du seist ein Junge. Weißt du, weil dann könnte man so gegenseitig zocken und so. Aber wenn du ein Mädchen bist, dann geht das nicht. Das ist doof. Ich heiße übrigens Briggs. Was ein bescheuerter Name. Also, hallo Nachbarin. Was, Leimu? Du hast kein einziges Pokémon? Soll ich eins für dich fangen? Ach Mist, habe ich vollkommen vergessen. Ich muss meinem Vater helfen, einige wilde Pokémon zu fangen. Ein anderes Mal, okay? Bleib ruhig da und... Du gehst an deinen PC? Guter Pokémon bei guter Gesundheit. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verschaut. Fehlt noch was? Der Pokéball gehört Briggs. Lass ihn besser liegen. Wurzelheim. Gut, ich glaube, wir gehen jetzt einfach hier raus, oder? Ja, hallo, hier ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde es mir gerne selbst ansehen, was los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was los ist? Natürlich, Kleine. Hilfe! In meinem Beutel findest du ein Pokéball. Ja. Flemly, Gekkabor oder Hydropi. Oh Gott, ich weiß nicht mal, was die erste Arena war. Ich würde es gern so machen, dass ich in der ersten Arena leichtes Spiel habe. Ich würde, also so würde ich Hydropi nehmen, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mal, welches Pokémon, welcher Typ die erste Arena war. Und am Ende renne ich noch in eine böse Aufgabe. Und sterbe in der ersten Arena. Und das will ich nicht. Deshalb ist jetzt die Frage. Ein wundervoller Musikloop. Hydropi, Flemly, Gekkabor.
Ich meine, die erste Arena war. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach Hydropi. Zickzacks. Tackle-Angriff! Bam! Heuler. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Nochmal Tackle und dann war's das. Das ist doch wundervoll. Bam, bam. Könntest du nicht sterben? Danke. Zickzacks, wurde besiegt. Hydropi erhält 17 Erfahrungspunkte. Ba, 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 bam. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, du bist doch Remu. Aber dies ist doch nicht ein Ort für ein Schwätzchen. Komm mit in mein Pokémon-Labor, okay? Ja. Habe ich jetzt eigentlich dem. Dem Hydropi konnte ich keinen Spitznamen geben. Ach, das kommt noch. Ich kann dem Hydropi gleich erst einen Spitznamen geben. Ich muss natürlich jedem Pokémon einen Spitznamen geben. Das ist auch Teil dieser Challenge. Ba, ba, ba. In deinem Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken. Remo erhält Hydropi. Willst du dem Hydropi einen Kosenamen geben? Ja, muss ich. Aufgrund der Challenge. Und es ist weiblich. Okay, mal schauen. Ein Wasser-Pokémon. Weiblich. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich es nenne. Willkommen im Team. Nidalee. Yeah. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind, Brix, studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Remu, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Brix triffst? Ja, auf jeden Fall. Großartig. Brix wird sich sehr freuen. Brix soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Mit dem obligatorischen Fang-Tutorial. Ja, niemand hier. Dann gehen wir halt wieder. Ich glaube, da müssen wir jetzt schon auf die Route, oder? Auf die erste Route. Oh, jetzt Turbo-Träder zu haben, wäre doch schon geil. Du gibst mir einen Trank, oder? Nein. Gut, wie gesagt, das alles zählt jetzt noch nicht zur Challenge. Die Challenge beginnt erst, sobald wir Pokébälle haben. Das heißt, wäre das hier ein Trainer und er würde es unboxen, dann wird das nicht als K.O. zählen, sondern halt als. Ja, egal. Bam, ba, 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 balam. Und auch jetzt, wenn wir hier in Pokémon reinlaufen, habe ich ja nicht die Chance, sie zu fangen, deswegen zählt es noch nicht. Hallo Rosalstadt, was gibst du mir? Hallo. Ja, führ mich mal zum Pokémon-Markt. Das. Boah, das ist der Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützliche Dinge wie Pokebälle. Und ich bekomme den Trank. Bam, ba, da, da, ba, ba, bam. Hast du denn schon Pokébälle für mich? Nein, hast du noch nicht. Gut. Schon mal in weiser Voraussicht holen wir 5 Tränke. Balabadam. Babababalam. Gibt es noch was? Nein, es gibt nichts. Verehren Sie mich jederzeit wieder. Was? Nee, andersrum. Rosalstadt. Gut. Ba, ba, ba. Ist unser Nidalee. Ja, unser Nidalee ist voll geheilt. Schau mal deine Moves. Zart. Guter Angriff. Nicht so guter Spezialangriff. Schlechte Verteidigung, bessere Spezialverteidigung, aber langsam ist es. Na, ja, wird schon passen.
Bam, bam, bam. Ich glaube, wir mussten hier ganz hochlaufen, nicht wahr? Du da, was willst du mir sagen? Mein Pokémon ist unglaublich müde, ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Tja. Ah, hast du wohl geschissen. Ich versuche übrigens jetzt so schnell wie möglich an die Bälle zu kommen. Ich glaube, der da oben gibt mir schon die Bälle. Damit die Challenge nicht leichter wird dadurch. So, dieses und dieses Leben an Route 103. Oh mein Gott, das ist ja Aremu. Oh, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Ich war, wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns doch ein kleines Kämpfchen austragen. Ich bring dir bei, was es heißt, ein Pokémon-Trainer zu sein. Herausforderung von Brix. Ja, ein Gekka-Bohr. Das war mir schon klar, dass du ein Gekka-Bohr hast. Nidalee! Tackle! Oh Gott, das ist fast gar kein Schaden. Wie gesagt, wenn ich diesen Kampf verliere, zählt das nicht als Challenge verloren, weil ich noch keine Pokébälle habe. Ein Pfund! Okay. Das reicht dir trotzdem noch nicht, weil jetzt bist du gleich K.O. ein Volltreffer. Gut, Gott sei Dank habe ich gesagt, dass das noch nicht zur Challenge zählt. Ah, dat Volltreffer. Wie gesagt, das war noch nicht Teil der Challenge. Das habe ich vor dem Kampf bereits gesagt. Ba, 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 ba. Da haut er mir einen Crit raus. Hätte ich gesagt, dass der Kampf schon zur Challenge zählt, dann wäre die Challenge jetzt vorbei. Da haut er einen Crit raus. Ich meine, normal reicht nicht, weil ein Wampel. Wir machen dich trotzdem mal kalt. Normal reicht nicht, weil hat man ja gesehen, der hat mich, glaube ich, von 20 auf 12 runtergehauen. Das heißt, der nächste hätte mich auf 4 runtergehauen. Das hätte ich überlebt. Aber dann kam halt der Crit und ja, Crit-Hex. Egal. Aber wir gehen jetzt mal zum Pokémon Center, dass wir die Route nicht nochmal gehen müssen, sollte das nochmal passieren. Ich halte das für eine gute Idee und Nidalee erhält Erfahrungspunkte. Was ein grandioser Start in die Challenge. Willkommen im Pokémon Center. Ja, hier, da hab mein einziges Pokémon. Ach ja, grundsätzliche Regel: Sollte ich einen Kampf komplett verlieren, also in Ohnmacht fallen, ist die Challenge sofort beendet, unabhängig davon, ob ich noch aktive Pokémon auf der Bank habe. Und noch ein wildes Zickzacks. Okay, hier flüchten wir jetzt aber mal, weil ich möchte volles Leben haben, wenn ich zu Typi da oben gehe. Du bist entkommen. Das ist schön. Ba, 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 bam. Oh, komm, was ist jetzt los? Eben sind wir so schön durchgekommen. Pfiffchen. Miau. So, jetzt nochmal. Herausforderung von Gekka-Bohr. Wieder mal. Bitte crit mich nicht wieder weg. Das wird mich jetzt sehr, sehr wütend machen. Silberblicke. Ba, ba, bam. Erneut. Doppelt gesenkte Verteidigung. Wenn jetzt ein Crit kommt, war es das schon wieder. I see what you did there. Oh, come on. Lehmschelle. Okay, Level 7 Instant, habe ich nichts gegen. Ein starkes Pokémon zu Beginn ist nicht schlecht. Aber ich brauche noch was zum, 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 zum. Ja, wir sollten zurück zum Pokémon Center gehen. Aber vor allem sollte ich auch langsam mal Pokébälle kriegen. Weil,
ich habe Angst, dass mir vielleicht Nidorie weglevelt und ich dann jedes Pokémon Insta-Hitze und so an kleine Routen-Pokémon komme. Bam. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ach, bevor ich vergesse, wir spielen mit Level Cap. Da muss ich mir halt kurz mal anschauen, was das Level Cap ist. Pokémon Smaragd. Jetzt schaue ich mir auch an, was die Arena ist, egal. Arenen, weil ich muss ja wissen, was das Level Cap ist. Kann ich so lange schon mal weiterspielen. Während. Ah nee, die Seite ist offen. Okay. Smaragd Arena Leiter. Okay. Das erste Level Cap ist 15. Das heißt, wir dürfen nicht über 15 hinweg leveln. Haben wir jetzt schon geheilt? Ja, gut. Also, wir dürfen nicht über 15 kommen. Ich gehe in das Labor. Das solltest du auch tun. Ja, das tue ich doch schon. Hör auf, so nervig zu sein. Plop. Hallo, Wurzelheim. Oh, hallo, ich habe gehört, du hast Brix besiegt. Das ist dein erster Kampf. Nein, eigentlich war es mein zweiter Kampf, weil beim ersten hat er mich geschlagen. Brix besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch ganz gut gebrauchen. Der Pokédex. Oh mein Gott, das ist Hammer. Ein technisches Gerät, automatisch alles registriert, niemals außerhalb aus dem Haus gehen, zeigt alle Pokémon-Einträge. Ach, du hast jetzt auch einen Pokédex, dann gebe ich dir dieses Pokébälle. Juhu! Das heißt, jetzt beginnt die Challenge. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Kann ich hier im Notfall auch meine Pokémon hochladen, wieder. Nein, kann ich nicht. Aber ich habe ja 5 Tränke und ich darf Tränke im Kampf benutzen. Von daher eine Tasse Kaffee. Und, mal kurz schauen. Ja, okay. Ganz kurz wollte ich noch was überprüfen. Badad. Okay, wo war's? Wir kriegen jetzt die Turbo-Treter. Was für ein hübsches Pokémon. Sieht gut aus. Hier für. Ja! Danke, die Turbo-Treter. Schön. Halte den B-Knopf gedrückt, wenn du die Turbo-Treter anhast. Schlüpfe in die Turbo-Treter und erobere die Welt! Sich vorzustellen, dass du nur ein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein, aber bitte sei vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder zurück nach Hause. Ja, ja. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Los geht's. Da, bam, bam, bam. Okay. Die erste Route. Das heißt, wir werden jetzt unser erstes Routen-Pokémon fangen. 3, 2, 1. Ah! Und es ist ein Wumpel. Da! Ein Wumpel. Come on. Okay, ich denke mal nicht, dass ein Tackle dich umhaut. Ja. Kann ich sogar noch einen Tackle raushauen. Gut. Denke ich mal, kann ich jetzt einen Ball werfen. Pokéball los! Yeah! Toll! Wumpel wurde gefangen! Wumpel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es haftet an Ästen und frisst die Blätter. Der Faden, den es ausspuckt, wird in der Luft klebrig und schränkt den Bewegungsfreiraum des Gegners ein. Möchte ich dem Wumpel einen Spitznamen geben? Ja, muss ich! File Challenge. Wenn ich übrigens es vergesse, dann darf ich das Pokémon nicht nutzen. Dann kommt es auf die Bank und ist halt verloren. Außer ich komme irgendwann zum Namensumbenenner. Dann darf ich es umbenennen und dann darf ich es nutzen. Wenn ich es dann auch möchte, so ein unterleveltes Pokémon.
Gut, es ist männlich. Es ist männlich, es ist ein Wampel. Haben wir einen männlichen Namen? Ich hab was. Willkommen im Team. Willkommen im... Nein. Hotaro. Willkommen im Team, Hotaro. Da, 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 ba, ba, ba. Gut, und was ich gern gleich zu Beginn machen würde, ist, ich würde gern Hotaro trainieren. Blalalabi, ba, ba, la, la, ba. Gut. Dann setzen wir jetzt mal Hotaro nach vorne. Wie siehst du denn aus? Gute Abwehr. Gut, kann also nicht vergiftet werden und sowas in der Art. Das ist nice. Hat einen guten Angriff. Ist in der speziellen Seite recht schlecht. Hat Tackle und Fadenschuss. Ja, wir können mit dir arbeiten. Gut, jetzt trainieren wir das Ganze erstmal ein bisschen hoch, bis so. Ja, bis beide etwa auf 7, 8 rum sind. Nice! Direkt mal ein Crit. Das ist schön. Spüre die Macht der Hex. Okay, nächste. Hab ich eigentlich? Ja, hab ich. Ich werde nur während den Trainingsphasen hochspeeden, weil sonst dauert das ja Ewigkeiten. Ja. Das heißt, außerhalb der Trainingszeiten gibt es kein Upspeeding. Das war jetzt nicht gewollt. Das ist wie gesagt nur, damit das Training an sich schneller geht. Und da haben wir schon Level 4. Wunderbar. Yeah! Pfiffchen, okay. Hier ist, was du auch hättest haben können. Schaffen wir den noch? Ja, probieren es mal. Jetzt gibt es mal keinen Upspeed. Mal schauen, er macht immer zwei. Ein kann ich noch. Auch wenn es ein Volltreffer wird, okay. Gut. Ach, come on! Hotaro, why are you so slow? Ich muss mir jetzt angewöhnen, die mit den Spitznamen anzusprechen. Ba, 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 ba. Hotaro! Wow, das Wampel hat gerade bei mir einen Volltreffer noch gesetzt. Und da ist Level 5 für Wampel drin. Giftstachel, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Das könnte mir hilfreich werden. Pfiffchen again.
Komm, Hotaro, jetzt bist du aber schnell genug, oder? Ja, schön. Schönes Ding. Das Viech macht immer noch 2 Schaden. Puh. Bloß nichts riskieren. Nochmal hochheilen. Kündchen nochmal bitte. So. Oh, wieder, wie es da schon wieder Volltreffer gehagelt hat. Hi, Pfiffchen. Ich mach mal ein bisschen langsamer, weil... Gut. Weil ich nicht möchte, dass irgendein Malheur passiert. Da. Okay, schön. Ich trainiere mal beide auf 7. Also, es ist ja schon auf 7. Du hast einen ziemlich ordentlichen Angriff, aber einen ziemlich beschissenen Spezialangriff. Giftstachel war aber physisch, oder? Sieht man hier nicht in dem Spiel. Aber ich bin mir recht sicher, dass Giftstachel physisch war. Wildes Pfiffchen! Again! Ihr macht gar nicht mal so wenig Schaden, also ich habe Angst vor dir. Na, wobei, gehen sogar. Ach, come on. Wir dürfen ja gleich noch ein Pokémon fangen, fällt mir ein. Machen wir das jetzt? Fangen wir das jetzt gleich? Ich würde Hotaro gern noch ein, zwei Level geben. Und dann fangen wir's. Also, machen wir jetzt noch dieses eine Level. Ich meine, es hat ja nicht mehr viel gefehlt zu Level 6. Und dann machen wir jetzt noch das Level 6 und dann gehen wir auf die nächste Route und fangen uns unser Routen-Pokémon. Level 6 für Hotaro. Das ist doch nice. Gut. Pokémon sind topfit, kommen jederzeit wieder vorbei. Ja, werde ich vielleicht unter Umständen, wenn ihr Glück habt. Okay, neue Route. Ich habe noch Bälle, ja? Ja, 4 Pokébälle habe ich noch. Gut. Das Routen-Pokémon wird... Pfiffchen. Nice. Noch ist es nicht gefangen, aber... Nice, Pfiffchen. Pfiffchen ist awesome. Oh, und du crittest direkt. Okay, ich denke mal, ich riskiere es nicht und werfe jetzt direkt den Ball.
Es ist weiblich, ein. Oh Gott. Welcher Charakter aus Toho passt denn zu Pfiffchen? Es bedroht seine Feinde mit gefletschten Zähnen, fliehenden Gegnern, hetzt es nach. Pfiffchen macht auf der Stelle kehrt, wenn der Gegner zurückschlägt. Möchtest du dem Pfiffchen einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Uff. Gott, wie hießen die? Wie hieß die denn? Oh Gott, ich hab's vergessen. Moment, ich schau kurz nach, wie die hieß. Ho 14 Stage 3 Boss. Dieses Wolfsmädchen. Wie hießen die? Kagaru. Okay. Würde ich sagen, willkommen im Team Kagaru. Zeig mir mal den. Zeig mir mal deine Werte. Angsthase! Yes! Okay, ich weiß schon mal, welches Mitglied immer vorne stehen wird, sobald es mal ein bisschen hochgelevelt ist. Lasch. Ja, geiler Angriff. Habe ich ja schon erwartet. Aber du bist ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht in der Spezialverteidigung. Aber. Doch, du. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen und hochheilen. Egal, Hotaro. Klatsch es gegen die Wand. Bevor es dich gegen die Wand klatscht. Aber Hotaro ist. Taffer Bursche, der kann das. Hotaro erhält Punkte, ganz, ganz viele Punkte. Yeah! Gut, Pokécenter. Wir heilen deine Pokémon. Ja, nimm all meine Pokémon. Da da ba bam bam. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Vielleicht, wenn ich Lust drauf habe. Tränke haben wir noch genug. Dann nehmen wir jetzt mal Kagaru nach vorne. Und trainieren ein bisschen weiter. Wumpel Level 2, komm, das schaffst du doch, das Viech. Fadenschuss geht daneben! Wundervoll, danke! Tackle Attack! Ja, okay, jetzt hat's getroffen. Aber okay, scheiß auf Initiative. Nur weil du jetzt schneller bist, heißt das nicht, dass du jetzt gewinnst. Okay, ein Treffer noch. Los, Kagerlüchen, das schaffst du. Okay, nächstes Pokémon. Gähn, Pfiffchen. Level 3 gegen Level 3, aber da mein Kagaru schon angekratzt ist, oh ja. Ein Treffer hält es noch aus, oder? Ja, aber noch einen möchte ich ihn nicht fressen lassen, wegen eventueller Crits. Also los, Hotaro! Crit, ja, da war er nämlich. Gott sei Dank habe ich gewechselt. Ja, da ist der Gegencrit. Pech gehabt.
Okay, wir gehen jetzt trotzdem erstmal heilen. Pokémon Center ist ja gleich hier. Ich erinnere nochmal an das Level Cap von 15. Das heißt, bis zum Arenaleiter habe ich maximal Level 15 haben. Oh Gott. Da war gerade ein Volltreffer. Gut, das hält Kakaru aber noch aus. Natürlich! Fick dich! Mein Kakaru war schneller und hatte genug Leben, um es auszuhalten. Und dann kommt der Doppelhex daneben und Crit beim Gegner. Ah, das tut weh. Gut, dann haben wir halt nur den eisernen Kern mit Totaru. Nicht, ja, doch mit Totaru. Ohne Kakaru. Dann ist ja schon Zeit. Machen wir nicht mehr den Ton aus. Oh Gott. So früh schon den ersten Verlust. Das tut weh. Gerade erst angefangen. Gerade erst angefangen mit der Challenge. Ich hatte gehofft, es dauert ein bisschen länger, aber ich hab echt gedacht, dass zumindest mal einer der Angriffe durchkommen würde. Hätte Kakarot getroffen, wäre das gegnerische Pfiffchen down gewesen und wäre nichts gewesen. Hätte halt das gegnerische Pfiffchen kein Volltreffer gelandet, dann wäre Kakarot auch noch am Leben. Aber so. Das war das. Das war das. Was für eine Scheiße. Pfiffchen wäre so cool gewesen. Gut, wir haben aber noch eine Route. Und da Kakalu jetzt down ist, werde ich mir jetzt das Route-Pokémon holen. Zickzacks! Oh ja! Bitte! Bitte! Zickzacks! Ja, bitte! Bitte auf jeden Fall Zickzacks. Oh Gott. Hör auf mit diesen Volltreffern. Zickzacks, yay! Zickzacks wurde gefangen. Wuhu! Für Zickzacks wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt.
Zickzack suchst ständig mit der Nase auf dem Boden nach etwas. Man erkennt es an den Fußspuren, die es im Zickzackmuster hinterlässt. Yeah! Willkommen im Team Zickzack. Oh Gott. Nach dem tragischen Verlust von Kakaru. Oh, jetzt muss ich wieder einen Namen überlegen. Habe ich einen Namen, der mir so spontan einfällt? Einen japanischen? Mir fällt gerade spontan kein Name ein. Ich schaue nochmal ganz kurz in den Manga hier, weil da ist ein auf jeden Fall japanischer Name. Das ist ein schöner Name. Das kann zwar auch ein Frauenname sein, aber ganz ehrlich, wir haben genug Frauennamen. Von dem her, Jun. Ganz kurz nochmal nachgucken. Ja, okay. Oh, und hallo, Doubletech. Tut mir leid, wenn du irgendwas schreibst. Ich kann den Chat leider überhaupt nicht verfolgen. Weil mein iPhone mich gerade nicht mag. Normal funktioniert es immer, aber heute nicht. Willkommen im Pokémon Center. Ja, da nimm meine drei Pokémon. Oh, Jun, zeig mal, was du kannst. Mitnahme! Juhu! Das ist geil. Ja, sehr schnell, wie erwartet. Angriff ist zwar ein bisschen niedrig, aber sonst sind die Werte echt gut. Hat Tackle und Heuler. Gut. Dann trainieren wir jetzt noch Jun ein bisschen. In der Hoffnung, dass nicht wieder so ein Hex-Crit-Luck vom Gegner kommt. Baumpilchen, okay. Und ich spiele jetzt ein bisschen vorsichtiger. Dass selbst falls sowas passiert, dass kein Opfer mehr kommt. Also ich achte jetzt drauf. Yeah, Speedrun. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, Level 3. Wenn es mir zu knapp wird, wechsle ich. Ah, okay. Nun gut. Ich muss schon erstmal ein bisschen vom Level her abheben, dass das ein bisschen was aushält. So, Level 6, 7 sollte es schon haben. Und der Rutenschlag. Werde ich wahrscheinlich nicht nutzen, aber ist trotzdem nice to have. Ba, 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 ba. Pfiffchen again. Aber du hast nicht wirklich. Ja. Tschüss, Pfiffchen. Baumpel. Okay. Gott sei Dank habe ich aufgehört zu speeden rechtzeitig.
Oh, Talo, komm mal kurz und helf. Gott. Du machst fast keinen Schaden. Okay, du hast auch einen gesenkten Angriff, aber trotzdem. Oh Gott, dieses Zickzack. Oh Gott, da wäre es fast schon wieder so weit gewesen. Wäre das passiert, hätte ich den Stream jetzt abgebrochen, die ganze Challenge. Nee. Ich habe ein Talent dazu, Pokémon umzubringen, und zwar vor allem die eigenen. Hallo again, Pfiffchen. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Okay, Level 6. Langsam wird's erträglich. Gut, ich level jetzt sowohl Jun als auch Potaro noch ein Level hoch. Kriegst du noch einen Kampf hin? Komm, einen kriegst du noch. Okay, vorsichtig kämpfen. Vorsichtig kämpfen. Mach nur zur Sicherheit. Ich möchte nicht noch mehr Opfer. Balabla, babam, badababa. Ich meine gerade mal eine Stunde in der Challenge und schon ein Opfer. Oh Gott, Zickzacks. Gut, aber mein Zickzack ist deutlich stärker als deins. Ja. Aber Zickzacks sind jetzt inzwischen meine Angstgegner, weil die machen unglaublich viel Schaden, finde ich. Okay, Wumpel. Natürlich geht der Angriff daneben. Okay, 15 Erfahrungspunkte. Okay. Gott sei Dank ist diese Trainingsphase gleich zu Ende. Ich denke mal, Level 7 ist ein gutes Level, mit dem ich spielen kann. Nicht zu stark, weil ich denke mal, die Trainer werden jetzt so Level 6 haben. Also soll es passen. Vor allem das Problem bei einer Nuzlocke ist halt, der Anfang ist immer das Schwierigste, weil dann sind die Pokémon noch unterentwickelt, sie sind noch schwach, der Levelsprung ist relativ hart und ja, da möchte ich möglichst gut vorbereitete Pokémon haben. Ich meine, ich habe ja die, ich habe ja mein Level Cap von 15. Also
dürfte das kein Problem sein. Oh, und Kehl1283 hat es gefollowt. Vielen Dank fürs Follow. Ich trage dich schnell ein. Oh Gott, ist der Name schon verschwunden? wo ist denn das Follower-Teil? Da ist das Follower-Teil. Ganz kurz nochmal nachschauen, wie. Ach, der Name ist jetzt schon weg. Ah! Komm, das mache ich aber jetzt schnell noch. Da. Kehl1283. Kehl1283. Ich hoffe, das ist so richtig. Falls nicht, meldest du dich im Chat. So. Gehe ich mal. So schiebe ich das vielleicht so irgendwie zurecht, dass ich den Chat doch irgendwie sehen kann. Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann spielen wir halt einfach normal weiter. So. Los, June. Ja, natürlich. Bam, 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 bam. Bam, bam, badam. 15 E-Punkte. Kriegst du noch einen Kampf? Verteidigung ist jetzt nicht so schlecht. Mein Angriff ist halt ziemlich niedrig, im Gegensatz zu all den anderen Hacks, Zickzacks, die anscheinend einen übelst hohen Angriff haben und nur du nicht. Bam. Wumpel, komm, Level 2, ja, wunderbar. Ja, du hast mir nicht wirklich Schaden gemacht. Level 7, yay, damit ist das Training für Jun abgeschlossen. Jetzt kommt noch Hotaro um ein Level hoch. Wie viel brauchst du denn noch? Ja, 58, das kriegen wir jetzt noch hin. Das sind drei Pokémon. Oh Gott, ein Zickzass. Ein Zickzass gegen ein langsames Wumpel und Wumpel ist trotzdem schneller. Okay, ist das 6 Level höher, also. Ja, okay, aber trotzdem, ne? 4 Level höher. Aber trotzdem 3 Schaden bekommen, also. Das heißt nix, das Level. Nicht gegen Zickzass. Zickzass ist overpowered. Bam, bam. Okay, hi Wumpel, again. Komm, gleich Hammers. Ein Pfiffchen. Oh Gott, du kriegst fast keinen Schaden. Okay, du machst auch fast keinen Schaden, von daher. Alles im Lot. Alles im Lot, solange er nicht krittet. Ja. Schön und souverän gelöst. Ach, einen Kampf kriegst du noch hin. Danach solltest du eh Level up sein. Oh Gott, Zickzacks. Vor Zickzacks habe ich Respekt bekommen. Weil die machen Schaden. Und ein Heuler. Na, okay, ich hätte so oder so noch zwei Angriffe gebraucht. Gott, der macht trotzdem Schaden. Okay. Schön. Ach, schon die erste Entwicklung. Ja, wunderbar. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so früh ist. Glückwunsch, dein Hotaro wurde zu einem Panikon! Yeah! Und hat natürlich Härten erlernt. Was auch sonst.
danke, die Pokémon sind wieder topfit, jederzeit wieder vorbeikommen. Was ich ganz kurz mache, ist, ich mache einen Zwischensave, nur zur Sicherheit. So, Road State 1. Dann kommen wir jetzt schon zu den ersten Trainern, nicht wahr? Du bist noch kein Trainer, oder? Was willst du mir sagen? Ich werde jede Menge Pokémon fangen, ja, dann tu das mal. Du bist ein Trainer, auf jeden Fall. Du siehst aus wie ein Käfersammler. Was darfst du schon machen? Okay, erstes Trainer-Battle in der Challenge. Los geht's. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Nee, du bist ein Teenager. Pfiffchen hast du. Level 5. Okay. Okay, du machst keinen Schaden. Gut. Jauler. Oh Gott. Er boostet sich. Schnell. Klatsch es um. Nein. Er boostet sich doppelt. Okay. Wild. Der Angriff geht jetzt daneben. Wenn der Angriff jetzt daneben geht, dann. Oh gut. Okay, danke. Und Teenager Aska. Ah, ich habe verloren. Ich hätte verlässiger trainieren sollen. Ja, das hättest du. Ich erhalte 80 Pokédollar und darf mich weiter auf diese Route begeben. Du bist aber ein Käfersammler, nicht wahr? Ja, okay, das darf Jon auch wieder machen. Jon. Haha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinem Käfer-Pokémon. Ja, ein Käfersammler-Typ. Käfersammler Baldur. Und er schickt Wumpel. Hat Level 4. Okay, dann tackle ich dich mal. Senkst meine Initiative, das finde ich nicht witzig. Doppelte Initiative-Senkung, oh Gott. Jetzt ist wahrscheinlich eher schneller. Ja, macht sogar dreifache Initiative-Senkung. Okay, nach Wumpel werde ich auswechseln. Weil ich glaube, er wird nicht nur Wumpel haben. Nochmal Wumpel, okay. Ja, wir wollen das Pokémon wechseln. Und zwar gehen wir auf... Ja, das kriegst du hin, Hotaro. Okay, Tackle-Attacke. Oh, es geht wieder los. Es geht... Ah, hör auf, meine Initiative zu senken. Okay, ich sag mal so, ab einem gewissen Punkt darfst du es dann ruhig weitermachen, weil dann bin ich eh so langsam, dass ich dich eh... dass ich eh mal als zweites angreife. Dann ist es mir auch egal. Schau ab und zu mal, tapp ich raus und schau, ob irgendwas im Chat geschrieben wurde. Weil, wie gesagt, wenn ich so spiele, dann sehe ich den Chat nicht. Aber bam. Besiegt und verloren. Ja, das ist normal für dich. Gut. Ja, ich muss noch nicht zurück zum Pokécenter. Ein kleines Kitty, ob du schon Pokémon hast? Möchtest du kämpfen? Ich bin nicht groß, ich versinke im hohen Gras. Das Gras reicht meine Nase unter. Ja, so viel dazu. Lord Turzel. Okay. Erstaune, hat keine Wirkung. Heuler.
Okay, Lotso wurde besiegt. Alles klar. Und du möchtest auf jeden Fall kämpfen. Gleich. Ich hole mir erstmal die Sinelbeere. Und du bist eine Persivbeere. Okay. Bären, kann ich gut gebrauchen. Ich pflanze in den Boden nichts ein. Das heißt, ich nehme die Beeren einfach mit und gut ist. Nein, die Sinelbeere gebe ich. Oh, John hat ein Item mitgenommen. Hotaro kriegt die Sinelbeere. Nein, ich wüsste gern, was du für ein Item hast. Trank! Nice. Okay, dann. Du bist gerade erst Träne geworden. Ja, dann sind wir ja beide Anfänger. Oh mein Gott. Ich werde dich trotzdem fertig machen, du Typ. Ja. Voll die harte Beleidigung, ey. Zickzacks hast du. Oh Gott. Zickzacks haben ja schon gemerkt, dass das Viech eine Menge Schaden machen kann. Aber es trifft Gott sei Dank nicht. Von daher kann es mir Wayne sein. Und tschüss, Zickzacks. Und schon erreicht Level 8. Das ist sehr angenehm. Als nächstes kommt Schwalbini. Wir wechseln mal. Und zwar auf Nidorie. Nee, Boden ist ja nicht effektiv gegen Flug. Ich glaube nur Gestein ist effektiv. Wird auch keinen Sinn machen, das, ne, und so. Ja. Er senkt meinen Angriff. Wahrscheinlich reicht. Oh komm, doppelte Angriffssenkung. Ernsthaft? Wahrscheinlich reicht's jetzt nicht zum Kill. Ja. Aber das war's für dich, sogar mit dem Crit. Ins nächste Paralleluniversum befördert. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Konntest du aber nicht. Aha! Yeah, schön. Kinder zum Weinen bringen. Es erfüllt mein Herz mit Freude. So, du willst mit Sicherheit auch kämpfen. Ja, das macht. Na, wobei, Jun ist jetzt schon auf Level 8. Ich möchte sie alle schön gleichmäßig leveln, also mach das Nidorie. Wehe, du hast Pflanzen-Pokémon! Oder ein Pikachu. Bei Pikachu werde ich auch wütend. Mein Ziel, stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten zu sein. Hilf mir bei meiner Karriere. Wahrscheinlich ist das eine Göre. Ja, Göre Karin, Zickzacks, gut. Du bist nicht gefährlich. Na, wobei, okay, Zickzack ist schon gefährlich, aber nicht so gefährlich. Lehmschelle macht das sehr effektiv. Ja, hat zumindest mal Genauigkeit gesenkt. Machen wir nochmal. Bald triffst du gar nicht mehr. Oh, oder doch. Gut, machen wir einfach nochmal Lehmschelle. Lehmschelle ist ein schöner Angriff. Ich glaube auch, dass wir Nidorin eine echt schöne Typ-Kombination haben. Boden gegen Elektro. Nur halt dann vierfache Pflanzenschwäche. Also gegen Pflanzen-Arena müssen wir was anderes machen. Knilz! Oh Gott, da ist das Pflanzen-Pokémon. Das darf John machen. Also das Pokémon, das Pflanzen attacken kann. Gott. Klatsch es gegen die Wand schon. Oh Gott, da ist schon der Absorber. Aber das dürfte ja fast gar nichts machen.
Und dann trifft die Attacke nicht. Nee, 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 nee. Habe ich wohl eher deine Karriere angekurbelt? Ja, das hast du. Vielen Dank. Ja, den Ball möchte ich haben. Ein Trank, das ist doch schön. Nein. Nein! Ah, come on! Hoch, danke. Jun könnte einen vertragen, aber ich glaube, wir sind gleich auch in der nächsten Stadt, von daher. Warte, kommt jetzt ein Rival Battle? Ach, selbst wenn. Okay, alles im grünen Bereich. Blütenburg City, okay. Ich weiß nicht, wie weit es noch ist bis zur ersten Arena. Wie gesagt, Level Cap ist 15, das heißt, wir dürfen kein Pokémon über Level 15 haben, bevor wir die Arena erreichen. Das ist die Arena von Blütenburg City. Leiter Norman, ein Mann, der nach Stärke strebt. Das ist aber noch nicht interessant für mich. Nehmen wir an, du hättest jetzt 6 Pokémon. Wenn du ein weiteres fängst, du jetzt automatisch die Pokémon-Lager-System gesendet. Ist das nicht toll? Nein. Babam. Okay, wir haben zwar schon ordentlich Tränke, aber einen nehme ich mal noch und noch ein paar Pokebälle. Nehmen wir 3. Nur zur Sicherheit nehmen wir noch ein Paraheiler mit und ein Gegengift. 2 Gegengifte. In der Edition bleibt das Gift noch bestehen. Gut, gegen Norm können wir noch nicht kämpfen. Hi, Papi. Vater? Hm. Ja, wenn das nicht rein muss, habt ihr den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Ja! Hey, Mu, das ist eine großartige Aussicht. Ich kann es kaum erwarten. Ach, ja, du. Ich hätte gerne ein Pokémon. Ach, du, gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meinen Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da einsam fühlen. Da hätte ich gerne ein Pokémon. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Hey, Mu, hast du das gehört? Hilf doch bitte, Heiko, dabei ein Pokémon zu fangen. Hier, ich leih dir meinen Zickzack. So, wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch noch diesen Pokémon. Na, dann leg los. Okay, wow, danke schön. Bababababam. Badalabam. Obligatorisches Fangtutorial. Ich meine, wir haben ja nicht erst schon 3 gefangen. Ein Trassler. Ja, einfach nur durch das Tutorial klicken, weil sonst hat man ja auch nichts zu tun. Ja, mach du mal dein Tutorial. Ich trinke in der Zeit was. Prost. Ja. Ach, ich muss drücken. Ich darf sogar was machen. Cool. Ah. Dieses Fang-Tutorial müssen die auch jedes Mal mit einbringen, ne? Ach Gott. Nerviges Tutorial ist nervig. Trassler wurde gefangen. Aber nicht für uns, leider. Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs erste Pokémon. Meine Mama wartet darauf. Ich muss nach Hause. Tschüss, Raymu. Tschüss. Hier ein Rat. Gehe nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ich bin natürlich auch Arenaleiter.
Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist. Okay. Neue Route, neues Pokémon. Schau noch mal ganz kurz, geben die mir was? Gibst du mir was? Norm, neuer Arenaleiter, bla bla bla. Erste Norm gegen Norm angetreten, Eindruck erlebt für Pokémon. Nee, ihr gebt mir nichts. Heikos Haus. Du gibst mir auch mit Sicherheit was. Hallo, Remu, danke, dass du dich um Heiko kümmerst. Er hat immer Babys hat und wir haben zu einer Weile da, bla 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 bla. Heiko, Heiko, ich frage mich, wo er jetzt wohl sein mag. Heiko, richtig glücklich, dass er Pokémon gefangen hat. Ich habe schon ewig nicht mehr so glücklich erlebt. Ja! Okay. Was willst du von mir? Entschuldige bitte, lass mich ran. Deine Kleidung, dass du ein Trainer bist, habe ich recht. Ja, hast du. Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist relativ sauber. Relativ bist du gerade erst Trainer geworden oder ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Okay. Pokémon für diese Route wird Meryl! Oh Gott, Meryl, bitte! Meryl hat so einen Bulk, das könnte uns wirklich helfen. Und es ist Level 5, das heißt, ich muss nicht so viel trainieren. Okay, das dürfte schon reichen vom Schaden her. Das heißt, ich werfe mal einen Ball. Ball, Ball, Ball. Da ist mein Ball. Los! Badabababam, badalam, bau. Harold wurde gefangen. Los in den Pokédex. Sein Fell ist wasserabweisend. Da kann Meryl mit hoher Geschwindigkeit, ohne vom Wasser gebremst zu werden, schwimmen. Ja, ich muss dem Meryl sogar einen Spitznamen geben. Es ist weiblich, yeah. Passt das? Nein, passt nicht. Schade. Ich hatte einen Namen im Kopf, aber der ist zu lang. Toho-Charaktere, die was mit Wasser zu tun haben. Ich möchte Meryl jetzt nicht Zirno nennen. Haben wir ihn schon hoch? Nee. So. Wenn man nichts was mit Wasser zu tun hat. So 12, wenn man nichts was mit Wasser zu tun hat. Aber Meryl ist. Ich sag mal, entfernt mausähnlich. Willkommen im Team Nastrin. Gut, dann trainieren wir auch Nastrin mal so auf Stufe 7. Damit es einsatzbereit ist. Zeig mir mal deine Werte. Du hast vermutlich relativ wenig Angriff. Ja, 8 Angriff, aber seht euch mal diese Verteidigung an. Du wirst uns sehr, sehr nützlich sein. Vor allem, weil Azumarill awesome ist.
Oh Gott, ich sehe schon, wie es abgeht. Oh Gott, du wirst zu meinem Lieblings-Pokémon, habe ich so das Gefühl. Wie es keinen Angriff trifft, aber wie es keinen Angriff frisst, aber auch keinen Angriff trifft, so rum. Oh Gott. Come on. Schön. Und Level 6 für Nasrin. Wuhu. Und Rutenschlag. Okay, ein Level gönnen wir. Oh Gott, Zickzacks. Jetzt kommt der ultimative Verteidigungscheck. Ein Level gönnen wir Nasrin noch. Wow, Crit. Dann gehen wir weiter in die auf die normale Route. Okay, das war Lodosel. Danke schön. Ein Kampf noch. Okay, das hält's auch noch aus. Aber kein Speed-Up. Aber wobei, okay, Wumpel. Ja, okay. Easy Training. Damit ist Nasrin auch einsatzbereit. Wunderbar. Ach ja, wir kommen ja noch durch den Wald. Da kriegen wir wahrscheinlich noch einen Wumpel. So, Route 104. Oh, willst du kämpfen? Oh nein, ich bin kein Trainer. Aber stimmt schon, wenn Trainer sich in die Augen. Willst nicht kämpfen, dann weiche ihren Blicken aus. Du willst auf jeden Fall kämpfen. Ein Teenager. Wen habe ich vorne? Nasrin. Ja, Nasrin hat so einen Bulk. Das wird kein Problem. Spuren im Sand zu hinterlassen, das ist total lustig. Zickzacks. Level 5. Oh, okay. Das ist überhaupt kein Schaden. Miau, 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 miau. Tschüss, Zickzass. Und Samurzel. Machen wir Hotaro gegen Samurzel. Los, Giftstachele es! Oh Gott, booste dich nicht zu sehr! Okay. Geduld, das ist nicht gut. Gut. Oh, come on!
Okay, wir machen weiter Verteidigung hoch. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mich das umklatschen kann. So, okay. Gott sei Dank hatte ich die Beere. Jetzt aber, come on. Ja, okay, deine Geduld interessiert mich jetzt herzlich wenig, weil ja, du bist jetzt tot. Ja. Ich weiß, das ist echt schlecht für dich, aber du kannst halt auch nicht alles haben, ja? Teenager Fridolin besiegt. Oh, ich hatte Sand für den Schuh. Das ist vielleicht unangenehm. Ja, das ist auch unangenehm. Ich kann voll nachvollziehen, was mit dir los ist. Remo gewinnt 112 Pokodollar. Yay! Puh, dein Samuzzle war echt nicht gerade angenehm. Wie war denn deine Verteidigung eigentlich? Heilt durch Häutung. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie sich das aktiviert, aber okay. Du hast eine ziemlich ordentliche Verteidigung. Also, deine Verteidigung ist sogar höher als die von Meryl. Du bist halt langsamer. Gut, Meryl ist auch noch ein Level unter dir, also. Ihr wollt mit Sicherheit kämpfen, oder? Habe ich vorne. Okay, Nazrin und Hotaruin, falls es ein Doppelbattle ist. Das Meer, was? Ich möchte so gern wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Ja, das kann man in diesem Spiel. Da! Also, ich habe mir ein stark aussehendes Pokémon geangelt. Jetzt kommt's! Es besitzt magische Fähigkeiten. Aber es sieht sehr stark aus. Jetzt kommt's! Karpador! Ja, wirklich! Ich sage, es ist Karpador. Natürlich! Natürlich ist es Karpador. Oh, Level 9. Okay, es ist Karpador. Und was macht ihr heute doch so? Natürlich geht die letzte Attacke daneben. Oh. Komm, flieg. Tschüss, Karpador. Was ist passiert? Nein, du hast mein Pokémon gekillt. Ja, ich habe dein Pokémon gekillt. Ach, der Fährenmann. Hallo, du. In der Hütte am Meer liebt Mr. Brack. Aber eins anstatt des Themen. Ja. Komme ich da hoch? Nein, da komme ich nur von der anderen Seite ran. Versiefbären! Schön. Und Sinelbären. Kann ich gut gebrauchen. Okay. Dann nehmen wir mal Sinelbären. Geben Rotaro eine. Und geben Nasrin eine. Bei einem Pokémon mit dem größten Bulk. Und Jun hat wieder ein Item. Welches denn? X-Angriff. Okay, nice. Du willst mit Sicherheit kämpfen und ich könnte mir auch vorstellen, dass du Pflanzen-Pokémon hast. Deswegen nehme ich nur zur Sicherheit Jun nach vorne. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Ja, eher nicht so gern. Kurz nochmal. Gut. Herausforderung von Lady. Okay, du hast nur einen Zigzag. Gott, Level 7. Die ziehen an. Die ziehen echt an, die Trainer. Die ziehen an.
Okay, das ist noch verkraftbarer Schaden. Hör auf, meine Verteidigung zu senken, aber du bist jetzt tot, oder? Nein! Wieso hast du Top-Genesung? Gut, verschwendet halt eine Menge Geld, ne? Dreifach gesenkte Verteidigung. Oh Gott. Vierfach gesenkte Verteidigung. Wenn der daneben geht, dann dürfte das fast sichern. Gut, danke. Oh, das war risky. Aber du hast eine Menge Geld gebracht. Okay, Wald, neue Route, neues Pokémon. Tipps für Trainer: Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte, auch wenn es nur ganz kurz dabei ist. Okay. Unser Pokémon für diese Route wird bekämpft von Jun. Und es wird ein Knilz! Ein Knilz! Und es ist weiblich. Und es macht Schaden. Und es hat Absorber. Gott sei Dank hatte ich Meryl nicht vorne. Okay, einmal tackeln wir es noch und danach werfe ich einen Ball. Und danach gehen wir nochmal ins Pokémon Center. Yeah, klasse! Knilz wurde gefangen! Für Knilz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ernährt sich am liebsten von feuchter, verrotteter Walderde. Wenn du nach einem Regenguss in den Wald gehst, kannst du viele Knilz auf Komposterde finden. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Ja, natürlich braucht Knilz einen Spitznamen. Ah, Gott. Name. Knilz, Knilz, Knilz. Knilz lebt im Wald. Auch im Wald. Knilz, dir wird eine große Ehre zuteil. Ich nenne dich Marisa. Warum? Weil in Toho 8 Stage 4 der Kampf gegen Marisa oder Reimu im Bamboo Forest war. Damit argumentiere ich, dass ich Knilz Marisa nennen darf. Und Marisa wohnt im Forest of Magic, also passt das schon. Okay, willkommen im Pokémon Center. Wir machen alles wieder fit. Ja, hier, nimm meine Pokémon an dich. Ich will sie alle nicht. Puh, hätten wir das eine Debakel mit Kagaru nicht gehabt, dann hätten wir jetzt schon ein volles Team. Und zeig mal, was du kannst. Sporn wird. Gib bei Kontakt Sporn ab. Nice. Angriff 10, Verteidigung 12, gute Verteidigung, aber auch guter Angriff, schlechte Spezialverteidigung, aber geht so. Und Absorber und Tackle. Gut, kurze Training-Session für Knilz. Auf 7 werde ich es leveln. Natürlich geht die Attacke daneben.
Okay. Hallo Pfiffchen. Was kannst du? Hoffentlich nichts Tödliches. Ach, aber es hat sich paralysiert. Okay, Sporn wird es definitiv eine geile Fähigkeit. Ach so, Absorber. Ja, Absorber geht sogar. Nice. Marisa wird uns auch sehr helfen. Das ist ordentlich. Ordentlich schön. Ein Lauturzel. Ist das? Ja, geht so von der Effektivität her. Oh, dieser Sporn wird es einfach fantastisch. Marisa wird uns sehr, sehr hilfreich sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Stachelspore. Nice to have. Und es levelt schnell. Da, nimm all meine Pokémon. Okay, ich lasse es mal noch ein bisschen vorne. Aber gegen Trainer würde ich es ungern einsetzen. Wobei vielleicht. Ich gebe ihm mal noch ein Level. ITC Random Person. Okay, eine zufällige Person hat den Follower-Button gedrückt. Vielen Dank dafür. ITC Random Person, ITC Random Person, ITC, ITC, ITC Random Person. Ich hoffe mal, das ist richtig geschrieben. Nur ist es. Ja, das funktioniert fantastisch. Ja. Dein Name ist zu groß. Okay, ich schau mal, ob ich da irgendwie was machen kann. Vielleicht, wenn man hier so macht und das dann auf 30 setzt. Oh, muss passen. Tut mir leid. Ich krieg's nicht besser hin. Ich hoffe mal, das ist okay für dich. Okay, Panikon wird besiegt. 51 Punkte für Marisa. Das ist ordentlich. Pfiffchen Level 6, oh Gott. Er boostet seinen Angriff. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Doppelt geboostetes Pfiffchen. Okay, es macht keinen Schaden. Ah, da habe ich gerade schon Angst bekommen. Gut, Level 8. Nasrin ist noch nicht auf 8, aber Nasrin wird in diesem Wald nicht allzu viel zu tun haben, weil eventuelles. Du bist kein Trainer. Da schaue ich mich bei jedem Schritt sorgfältig um. Wenn du das schon so sagst, dann liegt hier mit Sicherheit irgendwas. Zum Beispiel da hier. Ein Trank. Gut, hier dürfte es zu dem, genau, zu dem Teil gehen. Du willst nicht kämpfen, oder? Du bist ein gemeiner Dieb, wenn du versuchst, an einem Pokémon zu stehlen. Dann soll das Pokémon nur viele, Pokémon nur viele Pokémon werfen. Ja, ein Pokéball! Yay! Ja, lauf mir doch nicht in den Weg! Du!
Okay, Marissa ist stark genug. Du bist ein Käfersammler, ziemlich sicher. Da möchte ich mit John kämpfen. Ich habe jede Menge Pokémon gefangen. Los, mein Käfer-Pokémon-Team. Oh Gott. Käfer. Vier Käfer. Es fängt mit Wampel an. Level 3. Solange du nicht auf die blöde Idee kommst, mich zu vergiften, ist alles okay. Nein, wir wechseln nicht das Pokémon. Ich darf jetzt nicht mehr speeden. Ich will die ganze Zeit speeden, aber darf ich ja jetzt nicht mehr. Weil sind ja aus dem Training raus. Zacke geht daneben. Yeah. Aber Level 9 führt schon. 15 ist das Cap, aber das geht noch. Kopfnuss, nice. Dann gehen wir jetzt doch mal auf. Ach, die haben eh nichts, was Nassen wehtun könnte. Ja, Level 3. Das wird nichts sein, was Nassen auch nur im entferntesten wehtun könnte. Und er lacht. Juhu! Ja, Wumpel! Lass mal Nassrin drin. Ja. Gibt gefährlichere Angriffe, sagen wir es mal so. Wumpel wurde besiegt und Nassrin erhält ganz viele Punkte. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. Ja, wenn die alle nur Level 3 sind, ist das kein Wunder. Paraheiler. John, du hast erstmal Auszeit. Nehmen wir Hotaro. Oh. Kein einziges zu finden. Hallo, hast du nicht zufällig. Du hast nicht zufällig einige Pokémon als Knilz hier gesehen? Ich liebe diese Pokémon. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl ewig auf dem Weg nach. Wohl ewig im Blütenwald herum, oder? Das Warten macht mich krank, also hier bin ich. Hey, du Forscher von Dieven. Gib sofort die Papiere her. Attacke, du bist doch ein Pokémon-Trainer, du musst mir helfen. Was machst du eigentlich? Du schützt ihn. Niemand, den sich Hilfe Aqua im Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand, los, kämpfe gegen mich. So früh schon der erste Aquarüpel. Okay. Fischchen, hast du Level 9. Ich dachte, ich wäre überlevelt, aber wenn ich dann sowas sehe, dann so, nö. Oh Gott, Sandwirbel, nein! Da geht's schon los. Och, komm schon! Alter! Wenn das so weitergeht, wechsle ich. Booste dich nicht. Okay, ich muss. Scheiß Sandwirbel. Kannst du mal aufhören damit?
Okay. Marisa macht einen super Job. Absoluter super Job. Oh Gott, Jauler. Jetzt hat er einen zweifach geboosteten Angriff. Aha, trotz zweifach gesenkter Genauigkeit trifft Marisa jedes Mal. Oh Gott, aber es macht Schaden. Bitte besieg es. Bitte besieg es. Nein! Ja! Danke, Sporenwirt! Oh! Das Viech hätte gefährlich werden können. Oh Gott. Lass mich geleimt. Du bist stark. 180 Poké-Dollar. Du hast vielleicht nervig mit Team Aqua anzulegen. Los, wir kämpfen noch einmal. Das würde ich jetzt zu gern sagen, aber wir haben kein Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaverse City. Ich lass dich für heute einmal gehen. Oh ja, das hätte in die Hose gehen können. Das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Raimu packt Superbein in die Balltasche. Dieser Schuft von Team Aqua hat nicht gesagt, dass ihn irgendwas in Metaverse City erledigen will, wohl, war, blablabla. Oh, das ist ein Notfall, ich darf keine Zeit verlieren. Hui! Und weg ist er. Okay, ich heil mal alle hoch. Kann nicht schaden. Und was hast du für mich? Superball. Wunderbar. Mitnahme rockt. Willst du kämpfen? Wahrscheinlich nicht. Hey, geht es deinem Pokémon gut? Wenn Pokémon schwach sind, solltest du Kämpfe vermeiden, dich von Chromhaars, hohem Gras fernhalten. Ja, das weiß ich. Da ist ein Käfersammler. Wen habe ich vorne? Ich habe Hotoro vorne. Ich könnte mit Jun kämpfen. Aber Jun kann als einziges in der Arena nicht viel machen, also muss ich die anderen eher hochleveln. Ja, Hotoro, das kriegst du schon hin. Du da. Wenn du Käfer-Pokémon zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Ich glaube nicht unter den Mädchen, weil die schreien dann und rennen raus. Den Kader. Level 6, okay, das geht. Härtner! Oh Gott. Oh Gott. Ja, das wollte ich. Ich wollte, dass es sich vergiftet, weil dann kann mir der Härtner völlig egal sein.